Ihr wollt wissen, warum ich meine Tasse weglege? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Dann wollen wir andere Musik haben. Danke sehr. Ich habe ganz böse Power gekriegt in den Kommentaren, weil ich habe wohl was vergessen. Natürlich fehlen mir 200 Schrauben. Aber kein Problem. Fliegen wir hin. Konstruktor. Setzen wir dahin. Stangen müsste ich dabei haben. Strom machen wir dran. Was haben wir denn? Was könnten wir eigentlich machen? Dann sollte das relativ zügig gehen. Den Spaß haben wir hier irgendwo eingeladen, gelagert. Mal da. Baller mir doch einmal Schrauben. Dauert ein Minütchen. In der Zwischenzeit können wir. Ja. Können wir einmal hingehen. Hier rein. Ne, erst müssen wir hier hin. Unsere Tasse nehmen. Und dann muss die dorthin. Dann dürfte sie bald da irgendwo ankommen. Theoretisch. Sag mal. Hast du schon oder hast du nicht? Weil eigentlich läuft alles bis hierhin und dann alles Unbestimmte da hinten und der Überschuss da rein. Und dann geht das da rum und weg. Weil hier ist nichts drin, was jetzt irgendwie weg müsste. Das läuft auch schön weiter. Also eigentlich sollte sie schon da drin sein. Ich verstehe nicht. So. Jetzt brauchen wir da oben einen Shop. Stellen wir den da hin oder stellen wir den... Ach komm. Den gibt es dort. Ausrüstung. Schalten. Sonderangebot. Hui! Es ist so praktisch. Ich habe natürlich alle Coupons jetzt zu Hause. Aber... Und mir wenigstens meine Tasse wieder. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal holen wir uns das goldene Kart. Und ja, ich habe es auch erst spät gelernt. Ausrüstung. Aber das hier ist wichtiger. Die gekauft. Ja. So. Ah, geht doch. Okay. Wie gesagt, die 50 habe ich da hinten irgendwo liegen. Kann man eigentlich von hier aus den...
Habe ich da hinten irgendwo liegen? Weil da ist der Space Elevator. Wäre auch nochmal ein schöner Weg. Einfach mal hier durchgehen und gucken, wie man da hinten am besten hinkommt von hier aus. Weil eigentlich, naja, haben wir mehr oder weniger schon gemacht. Wie geht's denn da lang? Wenn ich genau hier lang gucke. Jetzt hier durch diesen Wald. Unten hin. Ah, okay. Wie auch immer. Wir müssen ein bisschen weiterbauen. Und zwar, wir brauchen einmal jetzt als nächsten Schritt, wir haben ja den Rubber schon, also das Gummi. Jetzt müssen wir als nächsten Schritt daraus Plastik machen und aus dem Plastik wieder Gummi, das dann wieder zu Plastik wird. Damit wir dann daraus Plastik rausschicken können. Es ist verwirrend. Vor allem reden wir von... Da geht... Das sind auch ziemlich hohe Zahlen. Egal. Vor allem müssten wir eigentlich das Plastik nehmen, um daraus Kanister zu machen, die wir dann wieder mit Wasser befüllen. Naja, egal. Was wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Aber die können wir ja tatsächlich. Den Rest können wir ja tatsächlich einfach in den Sink und gut ist. So, was wollte ich tun? Genau. Wir brauchen ein bisschen was. Wir gucken mal, wie viel wir haben. Wir brauchen 34 schon mal fürs Plastik. Das heißt, wir können hier schon mal 11 hinschreiben. Und wir brauchen 15 für andere. Dann sind noch mal 5. Und dann brauchen wir noch eine extra. So. Das wäre jetzt das, was ich einpacken soll. Ich packe als erstes mal das Zeug, brauchen wir schon mal. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir das schon. Du kannst weg, dich brauchen wir nicht. Ich brauche momentan auch nicht erstmal, damit wir hier Platz haben. So. Davon brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die sollten reichen. Und jetzt brauchen wir Motoren. Ja. Sogar ein Treffer. Das passt. Den Rest machen wir jetzt voll mit Förderbändern. Also mit. Nein, falsch. Hier hin. Hopp, fertig. So. Hier, unser Gummi wird erstmal geschreddert. Ja, wunderbar. Jetzt ist die Frage, mache ich den Eingang hier nach vorne? Also wenn ich jetzt hingehe, die nehme. Eigentlich wäre das jetzt der sinnvollste Weg. Die hier hinzusetzen. Ne, muss der Schredder zwar weg, aber... Das machen wir jetzt ganz einfach. Können wir den Schredder? Oh, den kriege ich hier dazwischen gequetscht.
Da geht es ja nur darum, dass das einmal weggenommen wird. So. Strom wäre geil. Da bin ich sogar bei dir, Kollege. So, fertig. Du schredderst mir eben alles weg. Das bleibt hier nicht mehr stehen. Sehr schön. So soll das sein. Dann können wir hier hingehen. Den Kollegen. Wie bauen wir den am besten? Ich habe einen zurück. Ich will nur einen Tick zurück. Danke. Jetzt muss ich noch hingucken, wie rum läuft mein Band. Wenn es denn dann mal erscheint. Perfekt. Okay, wir haben gesagt, wir brauchen 11 davon. So. Einen noch hier vorne hin. Und dann müssen die anderen auf die andere Seite. Das ist doch schon mal super. Das bedeutet aber auch, wir können hier vorne hingehen. Immer wieder eine lustige Plattform bauen. Keine Plattform bauen. Und zwar von hier aus gehen wir einfach da lang. Ist jetzt ein bisschen quer und ein bisschen da durch. Das ist mir aber egal, weil das ist ja nur temporär. Kann der Spaß nämlich schon mal direkt wieder weiterlaufen. Ich hau dann auch überall schon mal die Rezepte gleich rein. Jo, du läufst weg. Da kommt der Kollege rein, genau. Und dann machen wir Einstellung kopiert. Wir fügen ein bisschen ein. Gehen einmal rum. Dann hauen wir Strom schon mal an diese hier ran. Weil dann kann der Spaß schon da reinlaufen. Im Moment läuft es nämlich durch.
Okay, wie viel produzieren wir eigentlich hier? 20 und davon haben wir gerade mal 16 Stück. 16 Stück bei 320, richtig? Ja, 320. Das heißt, könnt ihr überlegen, den Überschuss, der aus den anderen kommt, wieder da vorne einzuleiten, bis er dann wieder hier reinkommt. Weil das ist das, was ich machen muss. Irgendwo muss hier das Zeug wieder drauf. Aber da kommt so viel... Oh, okay, ich muss dann zwischenfüttern. Wir machen das Band voll. Machen einen Überlaufsplitter dahin, der den Rest hier vorne reinleitet. Irgendwo. Ja. Irgendwie sowas machen. Okay, hier geht der Spaß raus. Jetzt müssen wir weitermachen. Wir brauchen... Falsch. Die Kollegen auf der anderen Seite. Zwar umgedreht. So. Wie weit gehen wir denn? Machen wir nur zwei? Ja, das reicht. So. Eine noch. So, jetzt müssen wir die einzelne setzen. Produktion, Raffinerie. Hört sich gut aus. Und dann jetzt mit den Kollegen hier weiter. Ei. Zwei. Und der letzte Kollege. So, wenn ich das richtig durchgerechnet habe, müssten jetzt alle unsere Raffinerien gesetzt sein. Wirklich alle. Warum kommt hier zu wenig Polymerharz an? So. Also so, aber warum kommt hier zu wenig davon an? Weil da nicht alle produzieren, natürlich. Das ist ja auch richtig so. Okay. Wir müssen jetzt schon mal die anschließen. Nein. Hier.
So, jetzt dürfte eine da sein, die komplett gar nichts hat. Da setzen wir einen Strommast direkt vor. Und du bist die Letzte, die mir das macht. Rezepte einfügen. Ja. Und da. Und dann nochmal von dort nach da und von da nach da. Jetzt dürften sie eigentlich alle. Genau. So, jetzt kommt der spannende Teil. Wo war der Einzelne? Da ist der Einzelne, das heißt, ab hier wird wieder Gummi gemacht. Gummi. Hier. Gummi. Gummi. Und da. Okay. Jetzt gehen wir direkt einmal rüber. Und gucken. Also den brauchen wir nicht mehr. Jetzt geht es nur noch darum, wir müssen das Zeug rauskriegen und da rein. Was ja jetzt nicht so schwer ist. Das heißt, wir fangen einfach an. Indem wir ein Röhrchen nehmen. Da hinsetzen. Und jetzt einmal gucken. So hoch. Genau. Dann kommt hier hinter. Ungefähr auf der Höhe, genau. Schön ist das nicht, aber machen wir auch nochmal anders hier. Leitung. 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 Und dann geht's von da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ich zähle mir halt immer meine 6 Stück ab, dann passt die Leitung auf jeden Fall. Hier. 6 und du kommst auch noch dran. Okay. Das Einzige, was jetzt hier richtig doof laufen kann, ist, dass wir zu viel Sprit haben.
Dann muss ich mir was einfallen lassen. Ich glaube aber, da ich die anderen Raffinerien, verdammt, nicht untertakte, so wie ich sollte, dass wir eher zu wenig Sprit haben. Damit läuft das wenigstens gut, das andere dann natürlich schlechter. Das ist alles ein bisschen, ja, nennen wir es ein Spiel mit dem Feuer. Da müssen wir gucken, ob wir das so hinkriegen, wie es soll. Oder ob wir da nochmal ran müssen. Eventuell dann doch mit den richtigen Werten rumtakten. Wir haben da unsere Bleche. Nee, ich nehme nicht alles. So reicht erstmal. So. Es sieht schon irgendwie witzig aus. Ich habe übrigens mal versucht, einen Plan zu machen für eine Fabrik, wirklich so, dass man alles an diesen Space Elevator Parts richtig, richtig schnell produzieren kann. Also quasi das, ich sag mal, Stufe 1 für die Smart Platings dauert eine Minute. Ich habe festgestellt, das wollen wir alle nicht, weil da kamen auf einmal Fabriken raus. Holy crap. Auch interessant ist der Unterschied zwischen Satisfactory Calculator und Satisfactory Tools. Die Tools sind deutlich sparsamer. Für diese Fabrik hätte ich beim Calculator irgendwie allein 700 Raffinerien bauen sollen. Ich sag mal nö. So. Da möchte ich gerne den drauf haben, den drauf haben. So. Das wird langsam voll, genau. Dann machen wir jetzt nochmal den. Wie viel Sprit produziere ich eigentlich? Ah, okay. Ausreichend. Oder? Oh. Moment. Das, was ich hier mache, wird nicht funktionieren. Aber okay. Das machen wir dann ganz einfach, indem wir zwischenfüttern nachher. Aber den Umbau dann werde ich ohne euch machen. Braucht ihr euch das nicht nochmal an. Letztendlich ist das nur, an welcher Stelle ich hier die nicht mehr auf die gleiche Leitung führe, sondern die Leitung hier rüber setze. Aber erstmal schließen wir jetzt alle hier an. Weil hier kommen 1400 raus. Das passt schlecht in eine 600er Leitung. Sogar 1500. Wir haben 15 Stück, glaube ich. Und die müssten 100 produzieren, ne? Ja. Aber das ist ja dann kein Problem. Hier, ja, können wir auch eigentlich so machen. Wir schließen dann 6 zusammen jeweils. So, da habe ich einen vergessen. So. Das bedeutet aber, dass der andere Spaß schneller laufen dürfte. Jetzt könnten wir ein. Nein. Nein. Dahin. Wir eins machen, nämlich einmal drüben das Netzwerk flaschen. Dann sollten alle Raffinerien wieder schneller laufen. Weil sie kriegen ja jetzt alles los und geht dann hier in die Maschinen rein. Die bringt raus. Hier kommt viel zu viel gerade durch. Deswegen läuft das immer noch nicht super. Aber das regel ich ohne euch. Ja, also man sieht, da vorne passiert jetzt schon was. Die werden wieder grün. Wir kriegen wieder mehr. Von dem Zeug hier. Und wie sieht denn das aus? Ist die immer noch so leer? Oh, nee, die ist jetzt komplett voll. Auch. Oh. Naja, hier, das sind ja auch die ersten. Ja. Also es funktioniert schon, es geht los.
Die laufen schon wieder voll. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.